Es gibt in Arkham City noch einiges zu tun. An diesem Ort kann man nur überleben, wenn man sich ein wenig Respekt verschafft. Furcht. Sie verschafft uns diesen Respekt. Zeigt ihnen, wie die Dinge bei uns laufen. Heute machen wir Batman. Ich bin sehr aufgeregt. Es ist wie immer ein chaotischer Drehtag. Und es ist ein bisschen wie Glücksrad. Es kann total toll werden und es kann auch bankrott werden. Und jetzt geht's gleich los. Yeah! Tschüss! Ich hab verpennt. Sieht man es für Anleihen, gell? Sieht man nicht. Nein. Schüchsoffe? Was, Chris, ist schon 9? Nee, es ist 10. Okay. Ach stimmt, du schwebst nicht, ja. Alter Schwede! Alter Schwede! Wie sieht's aus? Das ist ja das Allerkrasseste, was hier passiert ist. Alles am Arsch. Boah, der Hamster wieder, Grippe. Kotzt die ganze Zeit auf dem Flur. Hättest du den Hamster auf dem Flur kotzt? Wie kriegst du so Hamsterkotze? Das ist erschießen. Kotze. Ich bin nicht verrückt. Nee. La, 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 la. Ich will gar nicht mehr böse sein. Ich bin jetzt lieber gut. So kommt ihr so ein bisschen. Wir üben für unser Musical. Ready? The Shoes are killed. The Shoes are killed. Yeah. Probleme haben? Rufen Sie den Clown. Nicht mich, ja. Rufen Sie. Call Clown. Ihr dachtet, das wäre eng, aber guckt es euch wirklich mal an. Eng? Batman hat Zweifel, dass er da hochkommt. Ich hab grad bis auf den Boden geguckt. Ist nicht so geil, ein bisschen, ne? Höhenangst habe ich schon, aber das ist so genau diese Höhe, wo es so ab, wo es nicht abstrakt ist. Also so Fallschirmspringen. Oh. Fallschirmspringen finde ich nicht so schlimm wie hier oben stehen. Ja? Ja, aber das ist so hoch, das ist egal. Da kannst du auch irgendwie auf eine Karte springen. Das ist einfach riesig. Okay, dann können wir uns gleich mal schon mal aufstellen. Kamera ist untersichtig. Du springst vor die Kamera mit deinem Umhang sozusagen und landest halt wieder so, so der Klassiker, weißt du? Hörst du? Ja, ich höre zu. Dann richtet sich langsam auf, Kamera folgt ihm, du guckst in die Richtung und dann etabliert sich, dass wir im Hintergrund stehen. Das heißt, du stehst erst im Rücken und dann drehst du dich halt um, weißt du, was ich meine? Mach Kino, Junge, weißt du? Kino! Genau. Stopp, gleich nochmal. Ja, das war ganz cool. Ja, genau, genau. Genau der Weg. Perfekt. Das ist auch die Leute,
dann eben so mit der Kamera so umhauen, ja. Ich arme Mama! Hallo! Hallo. Ja, ja. Dieselbe Mama! Ja! War direkt der Erste, der sich gemeldet hat. Ja, ich werfe das Ding direkt an Ede vorbei. Es ist übrigens sehr scharfkantig, wie man sehen kann. Und Budi ist auch derjenige, der mit meinem Auto in Etiennes Auto gefahren ist. Weshalb er vielleicht gar nicht der geeignetste ist für diesen Job. Aber umso spannender wird's. Kein Problem! Kein Problem! Hand war drin. Hand war wieder drin. Mann! Ey, weil du nach dem Werfen, guck mal, du machst, nach dem Werfen gehst du immer so runter. Okay, ja, sag mir das doch. So zurück. Okay. Fuck you! Du hast geblinzelt. Okay, noch einmal, dann haben wir es. Okay? Läuft. Bald. Also ich finde es super. Ja, cool. Oder? Ja, ich auch. Schnell mal einen Hollywood-Streifen abgedreht am Nachmittag. Nicht schlecht, oder? Erklär doch mal, was machen wir denn jetzt hier in der Sauna? Ich weiß es auch gar nicht so genau. So, wollen wir jetzt alle Döner?
Achtung, ich komme. Ja! Geil. Wir machen jetzt noch den Next Man und danach machen wir noch zwei Mods und dann machen wir noch den Batman. Wir machen heute nur Mans, den Rayman und den Booty Man und dann fahren wir noch zum Eddie. Und wieder alle aufmachen. Next Man! Wow, 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 er muss aufs N so. Wow, das ist der Barber-Effekt. Wow, wow. Hier, du musst... N. Next! Sieht auch nicht aus, oder? Nein, sieht nicht aus wie ein S. Sieht aus wie ein S. Es sieht aus, naja. Eigentlich müsste der Gag eigentlich so sein, dass eine Frau ist mit einem Kerl weg. Ja, wir können jetzt nicht noch nachdrehen. Und dann ist es ihr Ex-Man und dann kommst du und du bist der Next Man. Man. Ja, angesichts der Tatsache, dass ich den kompletten Dreh verzögern würde. Schon geil. Hast du noch was anderes? Sei nicht unsere Quatsch-Kamera. Das hättest du gestern machen sollen, als wir den Dreh besprochen haben. Ich dachte, du hast was. Ich dachte, du wärst lustig. Wenn jetzt jemand was rufen soll, brauchen wir den Satz, den es rufen soll. Und wenn nicht, könnt ihr es später noch machen. Das macht bestimmt Grant wieder gerne, dass er es selber nochmal nachdenkt. Ja? Okay. Take 14. Jemand braucht die Zukunft! Next Man to the Rescue! Ich schäme mich so unglaublich. Der hört gut. Ich muss nochmal deine Funke, wenn du so laut bist. Nee, eigentlich ist das Quatsch. Das wird ja, also, wenn das Gelaber okay drauf hat, das Geschrei muss nicht sein. Da wird eh spätestens, weißt du, da ist dann schon. Okay. Das N geht ja dann so und dann kommt halt jemand anders, der sagt Next Man oder so. Okay, weil das war fast verzerrt. Oder? Ja, nee, war ja nicht. Ich bin ja auch im Probieren. Jemand braucht die Zukunft. Ein Job für Next Man. Next Man Marker, die nächste Moderation. Next Man wäre jetzt gern zu Hause. Also in seiner geheimen Identität. Als Horst. Schnervmoor. Das könnte eigentlich nochmal jetzt erklären, dass Nils hier den wahrscheinlich schlechtesten Gag der Germon-Geschichte durchgedrückt hat. Keiner wollte ihn haben. Ich habe bis heute Morgen noch gedacht, wir würden das nicht ernsthaft machen. Ich hatte noch eine E-Mail geschrieben, das machen wir nur, es ist immer nice to have. Ja. Und jetzt stehen wir hier und machen Batman. Ja, also das ist einer der besten Gags ever, wie du ja schon gesagt hast. In der Konferenz habe ich dafür peinliches Schweigen geerntet, weil wir offensichtlich die Genialität dieses Gags entweder nicht verstanden haben oder von seiner puren Genialität sprachlos gemacht worden sind. Und jetzt machen wir tatsächlich diesen Gag. Das ist natürlich aufwendig zu produzieren. Viel Tricktechnik, Kostümarbeit, Kameraarbeit, Ton, alles muss stimmen. Aber es ist sensationell. Okay, Grimme Award bekommen. Ist das dein Pyjama-Oberteil? Nein. Wie, ist du hast immer Karo-Hemden an. Es gibt auch viele Karo-Pyjama. Ja, aber das ist doch eindeutig ein Pyjama. Das ist die neueste Pyjama-Mode von Ralph Lauren. Lauren? Werden Sie Zeuge, wie ein hochwertiger Gag entsteht. Es begann mit einer Idee und es änderte... Was? Echt so weit? Fabian, mach den Gag nicht kaputt. Batman!
allen. Let's go. Haha! Batman! Viele Leute würden nicht glauben, wenn man das jetzt nicht so auf Band hätte, wie schnell so ein genialer Gag eigentlich durchproduziert ist, ne? Boah, schon sehr gut. Ja, also es war schon krass, also es ist echt krasser Gag gewesen. Ne? Wir drehen jetzt die Moderation da hinten und dazu bauen wir uns unser provisorischen Greenscreen hier auf. Das ist letztendlich nur ein grünes Papiertuch mit einer Lampe. Mehr braucht man aber im Prinzip nicht. Es sei denn, man muss sehr, 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 sehr hochqualitativ produzieren, was wir anders ausgleichen. Hallo, wir wollen uns kurz hinterfliegt fliegt ihr weg, ja? Und wir sind jetzt beide Vertrauen. Ja. Habt ihr jetzt auch so ein Spiel? Nee, das war jetzt einfach nur ganz normal, der fällt runter, weil ich nicht jetzt genau wusste, was ich hier gemacht habe. Moin, moin und hallo. Wie Sie sehen, sind wir Fledermäuse. Wir stürzen uns jetzt nach über den Trinken. Das ist ganz, ganz schön. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder. Sendung ist aus, wir fliegen nach Haus. Wiederschauen, reingehauen. Idioten. Wiederschauen, reingehauen. Die Potato! Ist das mehr Spaß oder Arbeit, Krebsen? Oh, das ist ein bisschen Zeitdruck heute, weil ich habe es zwar schon von der Woche durchgespielt, aber ich konnte es aber noch nicht aufnehmen. Das muss ich jetzt alles heute noch machen. Und morgen ist schon Schnitt dann. Wenn es Essen, sobald es Essen gibt, bist du immer der Erste. Ja, jetzt ein bisschen Inspiration gerade zu holen, was für eine Musik, die nicht direkt aus dem Spiel stammt, in das Spiel reinpassen könnte. Und die suche ich dann auf unserer sogenannten Pump-Audio-Box, wo irgendwie 40.000 Lieder drauf liegen. Das sind hier so kleine Stichpunkte, die ich gemacht habe, die ich jetzt noch zu einem Text zusammen... Okay. Leben muss. Reichen die Stichpunkte nicht aus? Nee, das ist zu unsortiert. Dann ist morgen mit dem Cutter da und dann weiß er nicht, was er machen soll und ich weiß nicht, was ich machen soll mit dem Druck, der dann entsteht. Den zeitlichen vor allem, deswegen muss das heute alles schon fertig sein. Zusammen mit dem Spielmaterial und mit den tollen Sachen, die Jake gerade macht. Basteln wohl.
Beispiel fliegt er hier weg mit Beinen überkreuzt. Das ist schon ein bisschen komisch aus, ne? Zuerst war ja die Idee, ob sie nicht wirklich so ein Batwing bauen und dass das auf die Kamera schneiden. Aber dann war es ja wieder zu viel Arbeit und jetzt musste Jay wieder ran, was? Bauchbinde beim Gesicht von Nies und von den anderen. Deswegen habe ich das jetzt nochmal neu gemacht und die alle dann ein bisschen nach oben geschoben, damit ein bisschen mehr Platz hier unten für die Bauchbinde ist. Das war doof. Das muss mit rein, ne? Das, das muss so mit rein. Das muss auf jeden Fall. Super. Das ist super. Ja, eigentlich muss ich das so lassen. So wackeln, so künstliches Wackeln. Das ist so gut. Das ist so geil, ey. Nimm's auf. Oh, hart. Hart. Welch ist das? Die Retail. Oh nein. Ist das jetzt echt ein Ring of Death oder ist das ein Ring of Death? Kabeln los? Oder Carsten ist gegen das Ding gekommen. Carsten gegen... wird mir einfach das Kabel rausgezogen haben. Toll. Ich hab nichts gemacht, hallo? Die ist kaputt. Hallo. Na? Hallo Leute. Ich werde euch beobachten, leise. Das ist der Andi, einer unserer Cutter. Hallo Andi. Einer der besten. Tag, sagen. Tag. Einer der besten, natürlich. Natürlich. Was geht denn hier ab? Wir machen hier gerade Batman fertig. Batman? Und wir sind schon in den letzten Zügen für einen der vermutlich besten Beiträge. Definitiv der schnellste Beitrag in der Geschichte von Game One. Ja. Das kann man definitiv sagen. Das lag natürlich an der hervorragenden Vorbereitung des CVDs, Fabian. Dankeschön. Hervorragend vorbereitet, super selektiert, kurz gehalten, klare Anweisung, konzentriertes, pragmatisches Arbeiten und zack, bing, fertig. Quasi gestern alles mal grob so zusammengeschoben, was wohin soll. Und dann, wenn wir noch ein paar Mal drüber und gucken es immer wieder an und ändern hier noch Sachen und schieben da noch was hin und her, das ist dann ganz toll und fertig ist. Soll ich denn das Material von Üb nehmen? Ach so. Aus Üb? Nein, wir nehmen natürlich mein Material, das ich angegeben habe. Aber natürlich. An meinen eigenen Händen habe ich es zusammengeklöppelt. So ist am Ende jetzt zum Beispiel mein Treatment. Das sind dann verschiedene Blöcke, inhaltliche Blöcke, wo man dann auch hinschreibt, hier kommt dann ein Einspieler. Da kommen O-Töne rein von irgendwelchen Interviewpartnern, die wir haben. Nochmal ein Einspieler und weitere Blöcke und dann ist auch schon wieder Ende. Und am besten schreibt man sich auch noch hier hin, wie lange die alle sind. Das habe ich aber jetzt schon wieder rausgelöscht, weil wir das quasi alles schon geschnitten haben. Und dann nimmt man dieses ganze Rohmaterial, was wir selber gemacht haben, und das wird dann hier auf diesen Rechner geladen. Und dann nimmt das der Cutter und macht das richtig schön. Und im besten Fall kann er das komplett alleine machen, nur anhand des Treatments. Das ist dann nämlich ganz besonders. Für den Redakteur, der kann nämlich da nach Hause schlafen gehen, wie Herr Kretschmer das immer zu tun pflegt. Hallo. Was denn? Was denn ist gut? Hallo Nils, na? Willst du nicht auch noch mitgucken? Was mitgucken? Komm, wir machen jetzt Privatvorstellung. Was gucken wir denn? Stimmt doch, guck einfach mal mit. Ja, komm. Ja. Na gut, wenn ich so charmant eingeladen werde, dann kann ich ja wohl nicht nein sagen. Das ist ein Chips.
lang, 15 Sekunden sind es. Ja, wir kürzen auch schon. Das wird eng. Ja. Ja. Oh, ich fand den cool. Ich hab das auch ist kurzweilig, jetzt, ne? Ja. Das ist kurzweilig. Ich meine, auch wenn es fühlt sich niemals an, ich würde jetzt auch sagen, es fühlt sich an wie 4,5, 5 Minuten, super. Aber niemals wie über 7 Minuten. Ist echt gut, ja. Ich finde auch gut. Schritte der Sendung, der Batman und Rayman Sendung, lassen sie mich vertonen von unserem Sprecher Ingo, auf den wir jetzt kurz warten. Und dann ist die Sendung eigentlich fast auch schon fertig. Dann machen wir am Montag noch ein bisschen Korrekturen und dann kann sie nächste Woche Freitag laufen. Unseren fünfseitigen Text dabei für die Folge mit lustigen Timecodes drauf, damit man auch weiß, was hier wann gesagt werden soll. Und das eine jetzt hier für uns und einen kriegt dann Ingo dahin in der Sprecherkabine. Das ist das Studio. Hier wird das alles aufgenommen auf Kassette. Und die wird dann im Sender zeitgleich mit dem Video abgespielt. Die Gegenwart. Hier zeigt sich mal wieder, dass Gutes oft auch dann noch. Jetzt habe ich TBC bekommen plötzlich. Ich habe ein bisschen mehr Zeit, ne? Genau, das ist jetzt. Vielleicht können wir das jetzt fast schieben, weil die Leute sind immer sehr schnell hintereinander geschnitten, dass wenn du es sagst, vielleicht auf das Bild passt. Aber das kriegen wir vielleicht so schon hingeschoben jetzt. Eine letzte Parallele möchten wir nun noch zu Konamis Metal Gear Solid 4 ziehen. Hier wird nicht nur in ähnlicher Form eine epische Geschichte mit großen Bosskämpfen erzählt, die beiden Helden, Snake und Batman, müssen im Verlauf des Spiels an ihre Grenzen gehen und zerfallen vor euren traurigen Augen zu kleinen Häppchen, Püppchen. Und die beiden Helden. Und unsere beiden Helden. Und die beiden Helden, Snake und Batman, müssen im Verlauf des Spiels an ihre Grenzen gehen und zerfallen vor euren Augen traurig zu traurig zu Schnittlauch. Zu kleinen Happen. Okay, Verzeihung. Eine letzte Parallele möchten wir nun noch zu Konamis Metal Gear Solid 4 ziehen. Hier wird auch in ähnlicher Form eine epische Geschichte mit Stopp nochmal. Das auch lass mal weg. Sag mal nur, hier wird in ähnlicher Form eine epische Geschichte. Noch schöner. Mhm. Noch näher am Grimme-Preis dran. Hier wird in ähnlicher Form eine epische Geschichte mit großen Brüsten erzählt. Brustkämpfen. Eine letzte Parallele möchten wir nun noch zu Konamis Metal Gear Solid 4 ziehen. Hier wird in ähnlicher Form eine epische Geschichte mit großen Bosskämpfen erzählt. Die beiden Helden, Snake und Batman, müssen im Verlauf des Spiels an ihre Grenzen gehen und zerfallen vor euren traurigen Augen zu offenkundig scheiternden Helden am Abgrund. Und das ist dann, ausnahmsweise mal jenseits aller Floskeln, wirklich Kino zum Mitspielen. Vater! Oh, Vater! Nein! Oh, Mist! Sehr schön. Das war's, Anne. Das war die Vertonung. Toll. Toll, oder? Ja. Nur eine Stunde hat's gedauert. Für 10 Minuten Sendung. Liebe Zuschauer, liebe Leser, so ist das jeden Freitag seit nunmehr 28 Jahren.
machen wir diese Sendung. Wir haben angefangen, das habt ihr alles noch nicht gesehen, mit Brettspielen zu machen. Und auch nur über den offenen Kanal im Radio. Und jetzt sind wir im elektronischen Zeitalter. Und wir nehmen halt das immer so auf, wie ich gesagt habe, auf Kassette. Und dann wird das mit dem Video im Sender gleichzeitig Play und dann rausgeschickt. Und dann könnt ihr das sehen. Oh.